Hallo meine Lieben, heute geht es um die Unbeirrbaren. Und ja, es hat mir nicht ganz so gut gefallen, wie ich erhofft habe. Es ist natürlich sehr, sehr interessant. Man erfährt viel als historisch interessierte Person. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich etwas ist für Leute, die jetzt einfach nur einen guten Roman lesen wollen. Da würde ich mich dann eher schwer tun. Aber dazu jetzt gleich nochmal im Genaueren. Erstmal, ich rede jetzt über dieses Buch. Das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Alle Infos findet ihr da unten, dazu unten in der Infobox. Ja, und jetzt wollen wir erstmal darüber reden, worum geht es eigentlich in diesem Buch. Es geht um Bonn 1948. Das war damals eine sehr seltsame Zeit. Die Bundesrepublik Deutschland war ja in den Kinderschuhen und es sollte jetzt das Grundgesetz her und darüber wurde beratschlagt. Und ja, wir folgen der Geschichte einer nicht einer der vier Frauen, die beim Grundgesetz aktiv mit dabei waren, sondern einer Sekretärin, Ilsa, die auch ihre ganz eigenen Probleme mitbringt. Es geht also nicht nur um das Grundgesetz und um den Kampf, dass dieser Passus vor allen Dingen reinkam. Frauen und Männer sind gleichberechtigt, weil sehr lange war die Frau in Deutschland einfach vom Mann abhängig, durfte kein eigenes Bankkonto haben, durfte nicht bestimmen, wo die Kinder zur Schule gehen und so weiter. Und wie hier auch ganz klar gemacht wird. Alles nett, wenn man sich in der Ehe versteht, dann braucht es auch keine Gesetze. Aber wenn es nicht mehr so rosig läuft oder noch nie rosig wirklich lief, dann sollten Gesetze da sein, die Frauen auch ein wenig Macht in die Hand geben und vor allen Dingen ja eine Gleichberechtigung. Und gerade um diesen Passus und um Elisabeth selber, die sehr darum gekämpft hat, dass auch das wirklich so im Grundgesetz verankert wird, geht es am Rande, aber wie gesagt, im Mittelpunkt steht Ilsa. Und Ilsa ist, ja, es ist nach dem Krieg sehr Traumatisches miterlebt. Ihre Eltern waren die ganze Zeit in der SPD, dann waren die SPD plötzlich die Feinde während des Zweiten Weltkriegs und auch schon ein bisschen davor. Und ja, jetzt formiert sich die Bundesrepublik neu. Sie sucht natürlich auch nach einer neuen Rolle in diesem ganzen Gefüge. Ihre Familie hatte eine Schneiderei. Sie jetzt wiederum wird Sekretärin im Parlamentarischen Rat. Sie hat ein Kind, das sie zurücklassen musste auf einem Bauernhof. Nicht, weil ja, irgendwas Schreckliches passiert ist, sondern einfach, weil in Bonn jetzt gerade kein Platz dafür ist, dass sie ein Kind hat. Es ist niemand, der auf das Kind aufpassen könnte. Man wird schräg angesehen. Damals, ja, auch echt, man war schlecht dran, wenn man ein uneheliches Kind hatte. Der Vater war ein englischer Soldat, der ist wieder zurück in der Heimat. Sie hat keine Ansprüche. Und vor allen Dingen, wenn sie erstmal damit rumkommt und sagt, hey, ich habe ein Kind, dann ja, läuft es nicht gut für sie. Die Leute wollen halt keine Frauenzimmer im Haus haben oder an sie vermieten, die dann halt ja, Lockerung, Moral mitbringen und so weiter. Ist ganz egal, welche Geschichte dahinter steckt, aber man wurde halt damals so angesehen. Und ja, ihren Weg verfolgen wir jetzt ein bisschen. Ich bin absolut interessiert an Geschichte, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr diesen Kanal oder auch unseren Hauptkanal kennt. Und der gerade dieses Jahr, ich glaube, das Grundgesetz wurde 75 Jahre, war das Grundgesetz halt in allen Zeitschriften. Ich habe viel darüber gelesen. Ich habe auch viel über Elisabeth Selbert gehört, ob es jetzt Podcasts waren oder halt irgendwelche Dokumentationen, Berichterstattung und so weiter. Und gerade deswegen hat mich dieses Buch natürlich angesprochen. Für mich hat sich's also echt gelohnt, dieses Buch zu lesen. Ich muss aber sagen, wäre ich jetzt keine historisch interessierte Person, wäre ich nicht wirklich glücklich gewesen mit dem Buch. Ich fand, die Charaktere waren sehr blass. Keiner hat mich von denen wirklich interessiert. Am ehesten noch ihre Mitbewohnerin Charlie. Aber im Grunde, ja,
Die Liebesgeschichte, die hier auch noch zwischen den Seiten ist, war für mich noch nicht mal lauwarm. Ich hatte einfach, es hat mich emotional in keinster Weise erreicht. Es hat mich auch ehrlich gesagt das Privatleben von diesen Personen in keinster Weise interessiert. Es war nicht so, dass ich irgendwo da mitgefiebert hätte oder gehofft hätte. Ich kann noch nicht mal genau sagen, woran es lag. Vielleicht lag es an mir, dass ich einfach mit den Charakteren nicht warm wurde. Aber ich fand es erschreckend langweilig auf lange Strecke. Also wäre ich jetzt nicht historisch interessiert, hätte mich das Buch auch nicht wirklich gepackt. Ich weiß nicht, ob es einfach so war, dass die Charaktere zu wenig Ecken, zu wenig Kanten hatten. Irgendwas fehlte. Also vielleicht ist es auch einfach für das, was es wollte, zu dünn geraten. Vielleicht wären so 100, 200 Seiten mehr besser gewesen. Die Liebesgeschichte hat mich wirklich null interessiert. Also so gar nicht. Und ihr wisst, dass ich Romantikerin im Herzen bin und Liebesgeschichten eigentlich, das sind, was mich oftmals durch, egal welches Buch zieht. Hier war es das einfach nicht. Ich kann es euch also empfehlen, wenn ihr euch für Geschichte interessiert, wenn ihr erfahren wollt, wie dieser Satz Frauen und Männer sind gleichberechtigt im Grundgesetz gelandet ist, dann ist das sicherlich gut, weil ihr eine emotionale Ebene habt. Es ist auch sehr schön Zeitgeschehen darin verpackt gewesen. Aber wie gesagt, emotional oder dass ich es spannend fand oder interessant fand oder irgendwie mit Ilsa mitgefiebert hätte, war halt in keinster Weise so. Es war, ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen, warum dieses Buch bei mir nicht gezündet hat. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass es nur an mir liegt. Ich weiß nicht, da war das Salz in der Suppe fehlte. Es ist nicht, es fehlte, irgendwas fehlt. Ich kann es nicht sagen, was fehlt. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, was war es? Was war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, es zündet hier einfach nicht. Aber die Charaktere blieben auf dem Papier einfach zurück. Ich fand sie nicht außergewöhnlich genug. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sie irgendwie, ich weiß es nicht. Es hat mich einfach nicht berührt. Also im Grunde, wenn ihr historisch, um mich jetzt nicht hier in einer Endlosschleife vor der Kamera noch zu versuchen herauszufinden, was genau mich gestört hat, sage ich jetzt einfach mal, für historisch Interessierte, für Leute, die sich mit der Bundesrepublik Deutschland und der Geschichte auseinandersetzen wollen und vielleicht auch nochmal dieses Nachkriegszeitgeschehen, die Rolle der Frau, wie war das damals, das war gut eingefangen. Aber auch da war es mir, glaube ich, zu wenig, doof gesagt, Sprengstoff drin. Doof gesagt, zu wenig, das Buch war vielleicht einfach zu gut. Alle waren zu gut, alle waren zu nobel, zu fein, zu wenig, ja, zu wenig Ecken und Kanten. Und auch da war niemand, der ein bisschen angeeckt hat, der vielleicht auch mal die Dinge anders gesehen hat, außer dann ganz klar böse Charaktere. Aber dieses, ich weiß nicht, irgendwie wirkte es vielleicht auch einfach zu konstruiert. So, aber bevor ich jetzt weiter nach Worten fische, warum es mir nicht ganz so gut gefallen hat, ich denke, für historisch Interessierte ist es ein gutes Buch, ein sehr gutes Buch, um halt ein bisschen dieses Feeling dafür zu bekommen. Aber für alle, die halt einfach lesen, einen historischen Roman vielleicht mit ein bisschen extra Wissen haben wollen, werden vielleicht nicht glücklich werden. Also ich würde als normale Leserin nicht glücklich mit diesem Buch, aber dadurch, dass ich historisch interessiert bin, hat es mir ja doch ganz gut gefallen. Also das jetzt dazu und ich wünsche euch eine richtig schöne Lesezeit. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.